Liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen. Ja, was mache ich denn hier eigentlich? Fußball, ich... Okay, liebe Leute, ich muss zunächst erstmal ein paar Sachen vorweg schicken, wie das so meine Art ist, ne? Ich bin eigentlich jetzt nicht wirklich so der Fußballfan, also in meiner Kindheit war ich das mal, habe ich auch selber gepölt, aber dann irgendwann ist dann die Musik anstelle des Sports getreten und ich war irgendwie raus aus der ganzen Nummer. Und ja nun, jetzt hat ein Kollege, ein Kumpel mich gefragt, sag mal, Alter, du machst zwar Let's Plays und blablabla bla bla und du spielst eigentlich auch Fußball? Ich sag, habe ich mein ganzes Leben lang noch nie gemacht, also ich meine jetzt hier auf Computer und so, aber können wir ja mal testen, ja, und dann sagt er irgendwie FIFA 12 gäbe es irgendwie für geringes Geld und ob wir denn da vielleicht mal schauen sollten. Gut, habe ich gedacht, mache ich mal, kaufe ich mir das Ding mal und spiele da mal ein bisschen rum, ne? Und jetzt machen wir ganz kurz hier mal so ein bisschen Rumtesterei. Ich habe es schon mal angespielt, habe auch schon ein bisschen trainiert, ne? Ich muss ja besser werden und ich sag gleich von vornherein, Leute, ihr, die ihr FIFA-Profis oder gute Spieler seid, ihr werdet mich auslachen, denn ich kann nix am Pad. Das wisst ihr nicht nur vom Fußball, das wisst ihr auch aus anderen Spielen. Insofern, wer hier wirklich tolles Fußball sehen will, tollen Fußball, der ist hier falsch. Ne? Hier gibt's also Gestocher, Gehacke, Geklicke und hast du nicht gesehen und irgendwie weiß ich auch nicht. Gut, das von vornherein ab. Also ich bin ein absoluter Anfänger und kann gar nix. Ne? Und ja nun. Gut, jetzt seht ihr da oben, Heim ist F95, steht für Fortuna Düsseldorf und Gast Eintracht Frankfurt. Gut, Fortuna Düsseldorf, ich muss sagen, ich habe familiäre Bindungen in Düsseldorf, deswegen, ne, ich bin auch schon ein paar Mal im Stadion gewesen, ne, bei der Fortuna, im Esprit, in der schönen Esprit Arena und deswegen hängt mein Herz so ein bisschen an Fortuna 95, ne, kann jetzt nicht sagen, dass ich ein wirklicher Fußballfan bin, aber wenn, dann bin ich so ein bisschen Fortuna, ne? Und da die ja heute gegen Eintracht Frankfurt spielen, habe ich mir gedacht, so jetzt nicht als Omen, denn da bin ich wahrscheinlich ganz schlecht, denn wie gesagt, ich kann nix und insofern weiß ich noch nicht, wie das, ich denke, ich mal wird haushoch verlieren, aber ja. Gut, das ist FIFA 12, da war Düsseldorf und auch Frankfurt noch in der zweiten Liga, sind ja beide aufgestiegen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und wir wollen heute einfach mal, das trifft sich gut, dass die beiden noch in der gleichen Liga sind. Ihr seht, die Stärke ist sehr unterschiedlich, also Fortuna doch ein bisschen schwächer als die Frankfurter und wir gucken mal, was passiert. Wie gesagt, ich kann nix und werde hier wahrscheinlich richtig auf die Fresse kriegen, aber das seid ihr vom Spielchen 45 ja auch letztendlich gewohnt. Und insofern gehe ich jetzt hier mal einfach auf Auswählen und versuche mal so ein bisschen mit dem Joypad da so rumzuklickern. So, hier ist schöne Werbung und hast du nicht gesehen? Ich habe übrigens auch irgendwie einen Spieler erstellt, den Jungen, den ihr da gerade seht, der heißt Spielkind 45, wird allerdings nur als S45 angezeigt, aber ihr wisst, dass ich das bin. Sollte der Bengel ein Tor schießen, bin ich das gewesen. Gehen wir mal hier gehen wir mal aufs Spiel, ne? Und ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich habe gestern schon gegen meinen Kumpel so ein bisschen gespielt, habe natürlich fürchterlich geschmiert gekriegt, aber ja nun, ich habe auch gemerkt, bei einigen Probeaufnahmen, die ich jetzt gerade gemacht habe, das Ganze ruckelt leider doch ein bisschen sehr, das heißt, mein Rechner ist da nicht so für geschaffen. Er hat ihn gekriegt, der Torwart hat sich den geschnappt, das ist schön, das ist scheiße. Hier seht ihr das schöne Stadion. Ich hoffe, die Fangesänge sind nicht zu laut, beziehungsweise die Fans und ich habe voll daneben geflammt, ey, scheiße. Wir probieren das nochmal, ne? Und wie gesagt, Leute, die ihr das Spiel richtig kennt, ihr wisst, ich bin Spielkind 45. Ich habe noch nie vorher Fußball gespielt. Also ich meine es hier auf dem Computer. Oh, ich treffe die Pille einfach nicht rein. Immer das Runde muss ins Eckige. Ja, Klischees brauchen wir natürlich hier auch entsprechend. Ich guck mal, wo da ein bisschen Enttäuschung jetzt hier volle Lotte. Uah, der war drin. Yippie-yay, Schweinebacke. Das ist doch ein gutes Oben. Da seht ihr, 45 steht unter der 9. Das heißt, der Typ ist 9 mal 45 stark. Und nein, steht natürlich für Spielkind 45. So einen machen wir noch. Und rein damit. Oh, da gehalten. Komm, hier, hol ihn dir. Den kriegst du. Ja. Liebe Leute, liebe Fußballfreunde, verzeiht mir. Und ich habe mir gedacht, ich will das einfach mal testen. Kriegt das schon wieder. Alter, der Kipper ist gut. Mal gucken, ob der gleich gegen Frankfurt auch so gut hält, ne? Gut, ja, da laufen sie. Wo laufen sie denn? Da laufen sie so. Okay, ich gehe jetzt mal auf Start und habe die Halbzeit auf 5 Minuten eingestellt. Liebe Leute, ich werde wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ein bisschen auf die Fresse kriegen. Das hatte ich ja schon gesagt.
Ich will das Ganze hier nicht als Fußballgeschichte starten, sondern einfach mal ein bisschen aus Spaß so. Wir kicken mal ein bisschen, ne, und mal gucken, wie sich die Fortuna so schlägt. So, ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß nicht. Okay, da kommen sie, da stehen sie in der Kabine, ne? Da ist, glaube ich, der erste. Ich Lumpi Lampert, ich weiß nicht. Ich kenne die alle auch nicht mit Namen. Ich habe die zwar schon jetzt im Stadion ein paar Mal gesehen, aber ich bin absolut kein Fußballfan, beziehungsweise. Ist schon ein bisschen, dass ich mir das angucke gelegentlich ganz gerne, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da ein Experte bin. Also ich bin ein Anti-Experte. Also für diejenigen, die gucken und einen Experten wollen, das bin ich nicht. Also dann nicht bitte bei Spielkind 45 gucken. Ne? Aber ich weiß noch gar nicht, was ich aus der ganzen Geschichte hier mache, weil das doch sehr ruckelig läuft bei den Aufnahmen. Und mal gucken, ich werde versuchen... gegen meinen Kumpel da. Sieht ihr, Nummer 9 ist S45, das bin ich. Ich spiele damit, ey, liebe Leute. So schnell wird man Fußballprofi. Und ich werde auf jeden Fall ein Let's Play Together mit meinem Kollegen machen und ich hoffe, dass das halbwegs von der Aufnahme okay ist und ich habe jetzt die Halbzeit hier auf 5 Minuten gestellt. Mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil ich mit dem Joypad ja, ihr wisst ja, Klicker, Klocker, Klacker überhaupt nicht zurechtkomme und ich hoffe, ich kann da ein bisschen was quatschen. Ja, hier, der übrigens, der mit dem Stern, das bin ich, das ist das Spielkind 45, so, da bin ich am Ball, okay, ich bin gut in Form und hier, hab schön abgespielt und ja, wuppdi, komm hier, der rennt da so gut und so, da gucken wir mal, oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, da läuft noch einer, komm hier, okay, oh, schade. So, warte mal, wie kann ich nochmal wechseln? Ach, das war, glaube ich, hier so. Dann gehen wir den mal an, den Bruder. Oh, cool geholt. Spielkind 45 ist gar nicht so blöd, wie er aussieht. Oh, okay. Ja. Oh, schön geholt. Hier, gib die Pille gleich ab. Jetzt lauf. Okay, da geht der Torwart. Scheiße, schöne Scheiße. Gut, wie war das mit dem Kopfball? Oh, da sind so viele Knöpfe, die man drücken muss, liebe Leute. Okay, komm, lauf. Den hast du. Okay. So, ich bin am Ball, ich sehe gut aus und hier, da kickt das Ding mal nach vorne. Okay. So, jetzt hier, da, schön, das war doch gar nicht so schlecht. So, jetzt kicken wir mal drauf hier. Okay, aber das war schon mal ein Schuss aufs Tor, hätte ich mir gar nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Ihr hättet gestern mal sehen sollen, da war ich in Form. Ich bin untergegangen mit, glaube ich, 8-0, habe ich auf die Fresse gekriegt. Mein Kumpel ist ein Dortmund-Fan und da haben die mich natürlich dann echt total verwemmt. So. Okay, der war ganz knapp drüber. Also knapp ist vielleicht 10 Meter oder so, aber egal, liebe Leute. Gut, es macht auf jeden Fall Spöck, es macht voll Spaß und die Fortuna liegt noch nicht zurück. Hätte ich jetzt erstmal so gar nicht erwartet. Komm, hier mit dem Köpken, ja, wundervoll. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Da, hier, komm. Ja, jetzt lauf. Wie kann ich denn wirklich ein bisschen rumkickern? Oh. Ich weiß gar nicht, wie man so richtig fummelt und die ganzen Scheiße. Ich meine, ich weiß natürlich, wie man fummelt, aber jetzt nicht im Fußball unbedingt. So, hier, da. Okay, so, okay. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus, was wir da machen. So, hier, da, schieße nach vorne, ja. Abseits? Nee, ich weiß nicht. Abseits, kennt ihr Abseits? Ihr kennt wahrscheinlich alle Abseits, ne? Ich weiß ungefähr, wie das funktioniert mit dem Abseits, aber... Wie gesagt, ich bin jetzt kein Fußballexperte. Da kommt das Spiel in 45. Ah, hat es nicht geschafft, ey. Schöne Scheiße hier. So. Oh, da kommen sie. Hallo? Jetzt kommt eine Flanke, oder wie heißt das, wenn man da... Genau, Torwart! Oh. Wie heißt der Geckas? Das ist ein Gecko. Okay, dann müssen wir ganz kurz gucken. So, gucken, wo ballern wir denn mal hin? Da ballern wir mal. Guck mal, jetzt sag ich mit dem Finger da. Ja, was ist denn das da? Das sieht aber ein bisschen verdächtig aus, liebe Leute. Ich bin schockiert. Das im deutschen Fußball. So, hier da, Köpken. Und jetzt rennen. Oh, nein. So, gehen wir mal drauf. Oh, schön, wir haben den Ball erobert. Ja, Fortuna, komm, Fortuna ist mein Verein. Mein Herz, das schlägt für Düsseldorf am Rhein. Es ist witzig, ne? Also die Fangesänge, die Fankulturen. Ich habe es ja so ein bisschen mitgeschnitten, weil ich ja, wie gesagt, schon ein paar Mal jetzt im Stadion gewesen bin. So, jetzt lauf und schieß drauf das Ding. Boah, Fuck 100, Oh, der wäre ja fast drin gewesen. Boah, ich bin begeistert. Also ich hätte mir das jetzt so gar nicht zugetraut. Gut, ja, jetzt kommen die Bälle raus da. So, Köpken hier da. Oh, weg mit dem Dingen. Okay, da jetzt schnell da. So, und dann Doppelpass oder wie heißt er? Oh, fuck doch nicht zu dem Weißen. Alter, das ist doch scheiße hier. Ich gebe alles, liebe Fortuna, ich gebe alles. Oh, was war das? Für uns?
Ach, das war ein Abseits. Okay, da sind die Linien, die gelbe und die rote. Ich weiß gar nicht, was zu bedeuten hat. So, wo böllen wir denn die Pille mal hin? Oh, ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Der Junge da vorne, ne? Doch, ja. So, okay, jetzt rennen. Oh, scheiße, wo sind sie? Ich sehe meine Leute nicht. Okay. Mach das Ding, ja. Oh, ran da. Hau ihn um. Die Fortuna steht da hinten sehr sicher und, gut, erstmal die Pille weg, das sieht gut aus. Komm hier, den kriegst du. Spiegel verpiss ich. Lauf. Okay. Ach nee, da ist Spiegel 45, okay. Okay. Boah, meine Finger tun schon voll weh von dem Pad. Ich bin das gar nicht gewohnt hier so. Oh nein, jetzt fährt mit der Pille. Ja, schön. Ist ihm aus. Ist auf jeden Fall, ne? Bestimmt immer noch 0-0. Ich bin begeistert. So, hier, da geh mal ran da, mein kleiner Bruder. Ja, genau so. Okay. So, jetzt, ja, komm, hast du. Wupp, da kann man doch irgendwie, naja, ich meine, ich versuche auf jeden Fall fair zu spielen. Gestern habe ich bei den Online-Geschichten auch ein Freundschaftsspiel, habe ich gegen Celtic Glasgow gespielt. Und der Bruder hat jedes Spiel, zwei Spiele gemacht, der hat in jedem Spiel eine gelbe und eine rote Karte gekriegt. Und das will ich hier auf jeden Fall verhindern. Weil die Düsseldorfer sind ja auch eigentlich eine sehr faire Mannschaft. Und komm hier jetzt. Ja, okay, hast du, Geranda, ja, wundervoll, komm hier, komm, jetzt, ihr müsst da ran, Freunde, hallo, ich bin irgendwie, aus dem, nein, okay, haben wir, sicher, so, wuppdi, zabbeldi, wapp, das war doch ein schöner Pass, komm hier, jetzt lauf, Spielkind 50, Abseits, war das Abseits? Ja, aber ein Millimeter, Herr Schiri, also bitte, na gut, okay. Der Schiedsrichter hat abseits gepfiffen und komm weg mit der Pille, schön. So, jetzt hier mal einen gezielten Aufbau, oder wie nennt man das? So, jetzt ein bisschen, komm, lauft nach vorne, ihr süßen kleinen Hänger. Okay. So, jetzt Flanke, welcher Knopf war Flanke? War das Flanke? Ja, das war Flanke. Ihr wisst ja, mit den Knöpfen komme ich nicht so ganz klar hier am Joypad. Gibt andere Knöpfe, die ich besser bediene, aber gut, okay. So, Moment, wo war das Wechseln da? Was war? Ach, Halbzeit. Oh, ja, immerhin, liebe Leute, 0-0. Ich bitte euch, wenn das heute Abend da so steht, 0-0, ja, gucken wir mal. Wenn wir uns die Hicklitz angucken, hier die Hicklitz, oh, da wie er sich hinschmeißt, toller Torwart da. Ja, das war ein paar Zentimeter vorbei, aber ich war gar nicht so schlecht, ne? Ja, gut, ich knipse da mal auf weiter, ne? Okay, Ballbesitz 46%, 54% für die Frankfurter und Schüsse aufs Tor haben wir 6 und die haben 1. Zweikämpfe 1-4 und der Rest Passgenauigkeit. Naja, gut, okay, ich gehe mal auf weiter. So, jetzt haben wir Anstoß. Hier, da. Welcher Knopf war das noch hier? Ach, das war der, genau. Okay. So, liebe Leute, ihr wisst, ich fange gerade an und. Hat er sich schön geholt. So, jetzt hier weiter. Okay. Jetzt ballern wir mal drauf da. Ah, 36 Trillionen Kilometer übers Tor. Sah aber gut aus. Geht in die Statistik. Ich weiß nicht, was hier statistisch alles gemacht, wie auch immer wird. Ja, sieht gut aus. Okay. Oh, hier, Alter, den musst du wegpölen. Doch nicht in die Richtung. Oh, liebe Leute. Komm, holen die. Oh, schade eigentlich. Naja, sie sind Profis unter sich, ihr seht das. Und, komm, Alter, ran da. Da tobt der Bär, da boxt die Menge und ich, weiß gar nicht. Jetzt gibt's eine Ecke. Wie stellt man sich denn am besten bei Ecken? Ecken. Komm hier, oder hau die Pille weg ist immer gut. Komm, holen wir. So, wo pöllen wir jetzt? Weg mit dem Ei, weg. Oh, Fucken. Fucke 100, hier, oh, schöner, habt ihr das gesehen, das war voll der Fallrückzieher. Komm, Alter, lauf, ne, oh, komm hier, da, oh, schade. Wo ist die Pille? Ich sehe die Pille nicht, hallo? Achso, ich habe einen Einwurf, cool. Okay. So, dann, wir holen ihn mal zurück, so, gucken wir mal ein bisschen an. So, da jetzt ein bisschen, so, zurück mit dem Ei, und jetzt gehen wir mal dahin.
Und dann gehen wir mal dahin. Komm. Oh, da klaut die Sau uns den Ball. Ist unglaublich, ey. Ja, aber der Mann ist gut. Der kennt sich aus. Der weiß, wie er spielt. Der weiß. Da kommen sie. Und zurück kommen jetzt hier. Ja, super, 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 super. So. Jetzt machen wir mal hier Trick 17. Das steht leider gerade keiner. Das ist unangenehm. Bisschen Trikot zupfen. Hier, komm, gib mir dein Trikot. Ich will einen Trikottausch auf dem Platz. Ja, okay. Jetzt laufen sie. Wo laufen die? Oh, komm hier. Ran da, ran da. Hau die Pinne weg. Oh. Ich bin irgendwie aus dem Spielfeld. Ne? Jetzt gibt es nicht mehr eine Ecke. Aber irgendwie war doch der eine Kollege, der gerade aus dem Spielfeld. Ach, das kommt ein Wechsel. Jetzt kommt A. Meier. Das ist schön für Herrn Meier, dass er mitspielen darf. Das, komm, Pille weg, Pille weg, Pille weg. Jetzt ruckelt es leider ein bisschen. Okay, macht aber nichts, weil der Ball ist aus der Gefahrenzone, ne? Ihr, die ihr Guybrush Threepwood kennt, ihr kennt doch die Gefahrenbucht, ne? Gibt, schießt da. Oh, oh, jetzt nicht noch, ne, zum Ende hin. Komm, hau die Pille weg. Boah, Alter, du sollst die Pille weghauen. Oh, doch nicht da in die Richtung. Oh, da hat's gerammelt. Mein Pet hat gerammelt. So, wo ballern wir denn mal hin? So, das sieht doch ganz gut aus. Da hinten kommt der Kollege, kriegt den Ball. So, Ratatschick oder Ratatschick oder ich weiß nicht, wie der heißt. Ich, wie gesagt, ich kenne die Spiele alle nicht. Ich bin... Hallo, du musst da mal rangehen. Bitte, bitte, bitte einmal rangehen. Oh, okay, das sieht doch gut aus. Nein! Okay, 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 okay. Okay, wo, jetzt nimm doch mal die Ausblendung da, Einblendung da weg. Ich sehe ja gar nichts. So, hallo? Okay, das war, glaube ich, ein guter Schachzug. Ich meine, Fußball ist ja auch so ein bisschen wie Schach, ne? Wie sah das? Irgendein Fußballer hat mal gesagt, ist wie Schach, nur ohne Würfeln. Finde ich ein Jahrhundertzitat auf jeden Fall. So, hier, ran da, ran da, ran da. So, kriegen wir den, kriegen wir den. Trikot zupfen, Trikot zupfen. Aber wie gesagt, irgendwie harte Fouls werde ich versuchen, auf jeden Fall zu verhindern. Denn Fairness, meine lieben Leute, ist doch das Wichtigste im Spiel überhaupt. So, hier da vorne, der Junge, der läuft doch. Oh. Fuck, 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 fuck. Oh, oh, aufpassen, genau. Da sagen sie das richtige Wort zur richtigen Zeit. So, jetzt haben wir den Ball hier unter Kontrolle. Nee, irgendwie, ich glaube, man nennt das so. Ich bin aber nicht sicher. Nee, hier, da pöller mal dahin. So. Ein bisschen im Kreisel, 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 Kreisel. Dann gib mal dahin. Schön. So. Dann gib das Junge mal da. Genau, das war doch ein lecker Pesken. Ja, da läuft er. Ja, und jetzt komm. Oh, hat er gehalten. Der Torwart hat gehalten. Der Torwart ist gut. Der hat auch ein gelbes Trikot. Der muss gut sein. Warum auch immer. So, hier mit dem Kopf da jetzt. Oh, Jungs, Jungs, weg mit der Pille. Die Pille muss weg. Die Pille muss weg. Die Pille muss weg. Oh, komm, ja, ja. Oh, jetzt da. Oh, schön. Das war doch mal ein cooler Spielzug. Da jetzt in den Lauf. Oh, wo mache ich jetzt denn hin da? Komm, baller einfach Druck da. Naja, 36 Meter vorbei, aber das macht nichts. Es war ein Torschuss und das geht alles in die Statistik, liebe Freunde. Ich weiß zwar nicht, wie die Statistik aussieht. Ist mir auch total egal, aber... Ja nun. Wupp, wupp, komm hier, weg mit der Pille, weg mit der Pille. Ja, Pille weg, Pille weg, Pille weg. Okay, das sieht gut. Oh, nein, nein, bleib dran, Junge, bleib dran. Oh. Komm da, ran da, ran da, ran da, ran da. Jetzt haben wir so lange das 0-0 gehalten. Das wird uns die letzten Minuten noch klappen. Komm, lauf, 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 lauf. Komm, Jungs, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Oh, ran da. Oh, die stehen da irgendwie gar nicht gut. Torwart, hallo. Liebe Gemeinde von Spielkind 45, ihr hört mich schweigen. Ich traure um das letzte Minute oder wie viel war es? Ist doch verdammte Kacke. Seht's euch an, so geht die Fortuna unter. Mal gucken, ob das heute Abend auch so oder ob das dir, ich denke mal, die Jungs machen das auf jeden Fall besser. Also können wir das nochmal machen? Hier. Komm hier da. Oh, das war schon wieder ein Schuss in die, Oh, da stimmt gar keiner. Moment. So, hier, komm. Ja, jetzt. Ich baller einfach mal drauf. Oh, 46.000 Meter drüber. Schade. Wie lange noch ist zu Ende?
Tja, in den letzten Minuten hat die Fortuna noch einen auf den Deckel gekriegt. Aber ich gebe mir nicht auf, noch bis hier. 90 Minuten dauert das Spiel und fertig ist, wenn der Schiri sagt, ist fertig. So, jetzt ist fertig. Liebe Leute, seht sie euch an, die Protagonisten. Da laufen sie, sind traurig, dass sie verloren haben. Ja, kann man verstehen. Die freuen sich natürlich, der mit dem gelben Trikot, der Torwart war gut, muss man sagen. Hat schöne Bälle von mir gehalten. Geckers hat das Tor geschossen, ne, der Gecko. Naja. Mal gucken, wie das heute Abend läuft. Ich drücke der Fortuna auf jeden Fall die Daumen, ne, und ja, guckt euch an. Traurig schleichen sie von dannen. Da kommt das Spielkind 45. Trini Baum, ich will die 45 sehen. Hallo? Umdrehen! Macht er nicht, der alte Pillemann. Ja, Spielkind 45 sind kleine Heckenpenner, ne? Immer schon gewesen. Ja, liebe Leute, ihr könnt ja mal kommentieren, wie ihr das so findet, dass ich jetzt hier mal ein bisschen was am Pöllen bin, ne? Und wie gesagt, ich habe davon Tuten und Blasen keine Ahnung, ne? Das sind alles Knöpfe, die ich überhaupt nicht kenne und einschätzen kann. Und ja nun, ich EA Sports. Da nochmal der schöne Torwart. Ich gehe mal hier auf ja, da, Spielkind 45, was ist 6,40? Ist das eine 6, die ich gekriegt habe? Oder was ist da, Spielbewertung? Ist das gut, ist das nicht gut? Levels hat eine 6,6, der war, glaube ich, dann noch schlechter als ich. Oder war das eine gute? Ich glaube, das ist, je höher, je besser, ich weiß gar nicht. Hier, der Ratter, wie heißt der Ratterchuck? Der hat auf jeden Fall, ja, mir sagt das alles nichts, ihr wisst das, liebe Leute. Aber nun gut. So hat das mal ausgesehen und ich gehe mal direkt auf Weiter und da seht ihr das 0:1 hat Frankfurt gewonnen. Die Fortuna wird das heute Abend wahrscheinlich besser machen. Ich hoffe das mal und ja, liebe Leute, ich würde mich mal freuen, pardon, wenn ihr so kommentieren, täten, tuten, taten, tieten, toten, tat, wie auch immer, was ihr da so von haltet, soll ich da mal ein bisschen mehr von machen, gefällt euch das oder sagt ihr, nee, boah, Spiekin, du hast keine Ahnung, du bist der totale Heckenpenner, das weiß ich, also das müsst ihr nicht reinschreiben, weil das ist mir bekannt. Wollen wir sehen, wollen wir nicht sehen und wie auch immer, okay, dann ja, ich kann ja nur besser werden. Also mit jedem Spiel, denke ich mal, wird man besser. Und das LPT, also sprich Let's Play Together mit meinem Kollegen, wird es auf jeden Fall geben. Da werden wir mal das ein oder andere Spielchen machen. Und wie ich das Ganze hier aufbaue, was ich mit dem Spiel mache, weiß ich nicht. Ich muss mir das gleich mal... Pardon, jetzt habe ich euch eine Krötenwanderung gemacht. Das ist ja unglaublich. Nee. Wie dem auch sei, ich muss mal gucken, was ich daraus mache, ob ich das ein bisschen in den Kanal Spielkind 45 mit aufnehme, diese ganze Fußballgeschichte, ich weiß noch nicht. Liebe Leute, ich sage erstmal trotz allem herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, denn darum geht es ja hier eigentlich, ne, und ja, verbleibe wie gehabt in diesem Sinne, ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker, ciao, ciao, euer Spielkind 45, der leider kein Tor geschossen hat. Schön mit